Herr Büchner, ich befürchte, ich muss Sie noch mal mit der leidigen Causa Cum-Ex, Warburg-Bank-Skandal und die Rolle von Olaf Scholz belästigen. Es ist jetzt ein 20-seitiger Aktenvermerk der Kölner Oberstaatsanwältin Anne Prohilker, der führenden Cum-Ex-Ermittlerin unserer Republik, öffentlich geworden, Aktennummer 213 AR 14/22. In diesem ist unter anderem von Ungereimtheiten in den Aussagen von Olaf Scholz die Rede. Und darüber hinaus wird dort dargelegt, dass Ermittlungen gegen den amtierenden Kanzler nicht weitergeführt worden sind, unter Verweis auf, ich zitiere, mit Rücksicht auf die Stellung des amtierenden Kanzlers erschien daher ein weiteres Zuwarten nicht länger vertretbar. Jetzt dachte ich Naivling immer vor, in einem Rechtsstaat seien alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Wie bewertet denn der Bundeskanzler, dass für ihn mutmaßlich Ausnahmen gemacht worden sind von diesem rechtsstaatlichen Grundprinzip? Also grundsätzlich, wir leben hier in einem Rechtsstaat und selbstverständlich sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Und darüber hinaus, aus Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz, äußern wir uns zu laufenden Verfahren grundsätzlich nicht. Zusatz? Ja, jetzt liegt ebenso noch die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion zu den Widersprüchen von Scholz in der besagten Causa vor, Bundesdrucksache 20.8.3.10. Dort erklärt die Bundesregierung auf Fragen zu den Widersprüchen bezüglich des Treffens mit dem Cum-Ex-Drahtzieher Olearius, ich zitiere erneut, Vorgänge im Zusammenhang mit einem Kalendereintrag zu diesem Treffen sind im Einzelnen nicht mehr rekonstruierbar. Die Antwort erstaunt dann ja doch, erst leugnet Scholz jegliche Treffen, dann wird das Tagebuch von Olearius öffentlich, dann räumt er ein Treffen ein, erzählt, insgesamt gibt es aber drei, davon verschweigt er zwei gegenüber dem Bundestag, gegenüber dem Hamburger Untersuchungsausschuss erklärt er, den Kalendereintrag gab es gar nicht wegen technischen Problemen, nur die Daten von Altmaier waren da. Seine Büroleiterin sagt dasselbe, LKA-Ermittlungsergebnisse auch. Deswegen, die Frage sollte ja eigentlich relativ einfach zu beantworten sein, gab es diesen Kalendereintrag zu dem fraglichen Zeitraum, ja oder nein? Das ist ja, das sind ja Fragen, die jetzt irgendwie gefühlt schon 100-mal gestellt wurden, und ich kann Ihnen das Gleiche sagen, was auch der Regierungssprecher hier schon des Öfteren gesagt hat. Es geht um Vorgänge außerhalb der Zuständigkeit des Bundeskanzleramts und deshalb äußern wir uns dazu nicht. Ja, aber jetzt ist es ja aber... Pardon? Ja. Gibt es weitere Fragen dazu? Das ist nicht, dann bitte nochmal Herr Warwick. Ja, aber jetzt gibt es ja den Zufall, dass der damalige Sprecher des Finanzministeriums derselbe ist, der jetzt als Kanzlersprecher agiert. Und der damalige Finanzminister ist jetzt nun mal Kanzler. Wollen Sie der Öffentlichkeit wirklich verkaufen, dass es da diese Trennung gibt und dass derselbe Sprecher und dieselbe Person, die jetzt Kanzler ist, keine Aussagen treffen kann zu ihrem Agieren als Hamburger OB und dann später Finanzminister bzw. respektive Sprecher desselbigen? Ich will Ihnen hier gar nichts verkaufen. Ich will Ihnen einfach erklären, wie die Regeln sind. Und die Regeln sind die, dass ich mich nicht zu Themen äußere, die außerhalb der Zuständigkeit des Bundeskanzlers liegen. Dann neues Thema.